chaotische Signale, die man aber variieren kann. Also stellen wir uns vor, ein Drache, der ganz chaotisch sich bewegt, der würde irgendwann wegfliegen. Also ich muss ihn an der Leine halten, dann kann er zwar chaotisch rumtanzen, aber ich muss ihn immer so weit unter Kontrolle haben, dass er nie ganz abhaut. Ich bin Wolfgang Spahn und bin bildender Künstler, der im Bereich von Kunst und Technik arbeite. Mein Hauptfeld sind Projektionen, Installationen und Performances. Ich habe viele, viele Klangquellen, die ich mir nehme. Meistens sind es Sachen, die ich zweckentfremde. Also natürlich ist das elektromagnetische Feld von dem Motor ist nicht vorgesehen, dass man das hörbar macht. Das ist eher so ein Abfallprodukt. Ich nehme die und mache die hörbar. Die ganzen Techniken, die ich mache, die sind alle Open Source und Open Hardware. Das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Das ist auch wirklich so eine Selbstermächtigung der Künstler, wirklich auch ihre Tools wirklich zu können und beeinflussen zu können. Und dementsprechend habe ich mich natürlich sehr gefreut, wie die Anfrage von dem Soundlab kam, ob ich nicht hier eine Residency mitmachen will. Habe ich mich natürlich sehr gefreut und das natürlich gerne wahrgenommen. Ja. Das hat keine 5 Minuten gedauert, sondern hatten wir 50 Vorstellungen. So gesehen, wenn das so weitergeht, dann wäre ich reich nach Hause kommen.